Und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Russland, beziehungsweise der Kiewer Rus. Und wir könnten mal überlegen, ja, also, das ist mir auf jeden Fall halt noch ein bisschen zu gefährlich mit dieser Armee hier. Die Frage ist, ob wir mit der Armee hier irgendwo anders was machen können. Also es ist natürlich auch zu schade, dass diese Armee hier einfach nur rumsteht, ne? Ja. Wir sollten auf jeden Fall mal ein paar Garnisonsquartiere bauen. Das machen wir einmal hier. Und in Helsinki bitte auch. Eine Stadtgarde. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Hier hätten wir noch die Möglichkeit, eine Ortswache zu bauen. Bogenschützenmiliz, Speermiliz und Armbrustschützenmiliz. Also da bin ich eigentlich soweit ganz zufrieden mit. 4 Einheiten. 1, 2, 3, 4. Ja. Müssten wir mal gucken. Müssten wir mal gucken, was wir hier machen. Also, ja, eine Ratskammer ist vielleicht noch ganz gut. Taverne, Kirche. Auch nicht verkehrt. Der hat halt hier den Vorteil, dass er die Gebäude recht günstig macht. Aber wie gesagt, 5000 Gulden ist jetzt auch nicht viel, ne? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. So, dann machen wir mal Folgendes. Also die Einheiten aus Thorn, ne? Die stellen wir mal hier auf die Brücke und hoffen einfach mal hier angegriffen zu werden. Denn ich glaube, diese Brücke können wir ganz gut verteidigen. Und ansonsten... Ja. Hat er vielleicht noch irgendwas anderes vor? Ich verschaffe mir einen besseren Überblick. Das ist nur eine Infanterieeinheit, das macht noch nicht so viel aus. Aber bleib mal ruhig in der Nähe. Ich bewege mich leise vorwärts. Sehr Kannst du hier gern. Irgendwas sehen? Nee, nicht wirklich, Bis ne? Da, da sieht man einfach zu wenig. So, was machen wir mit dieser Armee hier? Die kann einfach noch einen Moment hier stehen bleiben, glaube ich, ne? Wie lautet euer Befehl? Also wir könnten ihn zwar hier angreifen, das ist für uns aber eher ungünstig. Mein König. Ja. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Ja, du könntest Befehl dich aber auf jeden Fall mal mit den Einheiten hier auch auf die Brücke stellen. Und dann könnten wir immer noch den Rückzug Euer antreten. König wird sich gut auf einem Pfahl Vielleicht auch noch eine Idee, ne? Wir werden niemals aufgeben. Ja. Okay, 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 okay. Ja. Hey, grüß dich, Scipion, der Papst. Ja, also Bernard, den Papstmacher gibt es hier noch nicht, weil wir werden als orthodoxe Christen nicht exkommuniziert werden. Ich bin Gottes Diener. Sicherlich der schwächere Part da dran an dem Game. .000 Bevölkerung in Kiew, ja. Eine Ratskammer könnte sinnvoll sein. Aber dann, wir haben einfach viel zu wenig Geld. Wir müssen ein bisschen was sparen, ne? Und diese Missionen hier, die helfen mir nicht weiter. Ich habe nichts davon, wenn ich Oslo belagere. Komm, nächste Runde, zeig mal, was passiert hier. Guten Abend an den Celinio, falls wir uns noch nicht gegrüßt haben. Uns zwischen diesen Bäumen zu verstecken, bringt keine Ehre. Da hat er recht, deswegen machen wir das auch nicht. Ja? Den Spion aus Moskau kannst du mir hier oben hinschicken. Ich mache morgen weiter. Ist nicht dein ich Ernst, ne? Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Ist nicht dein Ernst. Deda wurde geboren und Prinz Michael wird jetzt der Alter, ne? Der wechselt auch die Namen wie sonst irgendwas. Vorhin war er noch der Grausame, jetzt ist er der Heilige. Ah ne, warte mal, das ist unser, oder? Doch, nee, das ist... Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, es ist echt verrückt. Es wird mir eine Ehre sein, er hat sich euch nicht zu besiegen, bewegt. Edler Feind. Das müssten wir doch eigentlich irgendwie ausnutzen, es ist eine oder? Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Geh du mal in die Stadt rein. Miroslav der Geizige. Super.
Richtig cooler Typ. Ja. Okay, die Ungarn Ich respektiere nur ziehen Strenge, ihre ein Truppen wieder Kampfwort. zurück. Kommt er einfach. Wie lautet euer Befehl? Das wäre doch für uns eigentlich eine gute Gelegenheit. Ihr werdet in einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen. Hier anzugreifen, oder? Wer ist mein Ziel? Der Typ Mein hier. König benennt das Ziel. Oh nein, oh nein. Oh Mann, ey. Der Tod geht um. Ja, der Tod geht um, aber bei dir. Oh, Leute. Schade. Ja, kein gutes Personal, genau. Ja, die lustigen Merkmale, die müssen wir uns gleich auch nochmal im Detail angucken. Oh, der Knaschrack schreibt noch was. Ein schönes Detail, das leider nicht in spätere Teile übernommen wurde, ist, wie ich finde, dass man den Truppen ansieht, ob bzw. welche Rüstungsverbesserungen sie haben. Ist das wirklich so? Wir werden Ah, niemals cool. aufgeben! Ich habe da Befehle, Herr! vielleicht auch zu selten drauf geachtet. Gebe ich zu bedenken. Euer Wille geschehe! Wie im Himmel, so auf Erden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einheiten könnten wir noch Wird mir reinpacken, eine damit Ehre er sein, sich denkt, euch zu dass er gegen besiegen, uns edler kämpfen Feind. muss oder kann. Also unsere Armee ist etwas infanterielastiger. Das heißt, wir müssten was gegen seine Kavallerie unternehmen. Es ist mir eine Ehre, euch Da zu ist das dienen, der Herr. falsche Typ. Ich Und sorge dafür, dass Antikavallerie sie wären euch natürlich so fürchten. unsere berittenen Es ist mir Bogenschützen, eine ne? Ehre, euch zu dienen, Herr. Eins, Es ist mir zwei, eine Ehre, euch zu dienen, Herr. drei, Euer vier, Befehl, fünf, mein König. sechs, sieben, acht oder Ja, so, ne? mein König. Euer Befehle? Mein König. Natürlich. Euer Wille 1, 2, geschehe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wir werden niemals Sollen wir es mal aufgeben. versuchen? Oh Leute, das wird wehtun, oder? Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Wenn der Feind euch im Kampf Gnade zeigt, erwidert sie nicht. Oho. Unsere Feinde scheinen die Oberhand in dieser Schlacht zu gewinnen. Männer, dann kümmern wir uns um die Beute und den Tross im Lager. Diesmal will ich eine von den Hübschen. Okay. Der hat so viele Truppen, dass ich sagen würde, wir verteidigen zuerst. Bevor wir selbst aktiv werden können, ne? Ist dieser Bergrücken hier, ist das eine gute Zone? Sind wir eigentlich hier besser, ne? Das sind die mit der Axt, ne? Beleidigt Gegner. Effektive Kasse, gute Ausdauer. Wehrträger!
verborgen. Warum steht hier beleidigt Gegner nochmal? Ist es die Tatsache, dass wir überhaupt diese Einheiten aufstellen, dass unsere Gegner schon beleidigt sind? Genügt das schon? Ja, die Verstärkung startet eher so suboptimal. Ufts. Nicht so cool. Nicht so cool. Nicht so cool. Mach das Autofeuer aus. Der wird sonst ganz kirre. Der Typ wird noch wuschig, wenn du da... So, schnell weg. Junge, renn! Renn! Junge, was machst du da? Lauf! Lauf um dein Leben! Du Lappen! Los! Oh oh. Autofeuer aus, komm schnell. Oh Kacke. Oh Kacke. Oh Kacke. Was passiert hier? Was passiert hier? Wo rennt ihr denn hin? Dahin. Schnell. Weg, weg, weg. Weg, die machen Hackfleisch aus dir, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ah, nee, komm. Schnell, versuch's. Okay, mach Autofeuer, komm. Ja, Autofeuer. Komm hier, zack, schnell. Dahin, komm. Leute. Lauft. Oh oh. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Okay, schnell. Schneller. Schneller. Schneller, ihr Wahnsinnigen. Der macht euch platt, Alter, lauf! Gott im Himmel. Wobei man auch sagen muss, Einheitenplacement war jetzt hier pures Gold, ne? Also. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir haben das Gröbste hinter uns, oder? Oh Gott im Himmel. Die wollen kämpfen, weil sie Kornanhänger sind. Den Eindruck hatte ich jetzt in der Tat auch. Oh mein Gott. Ja, vor allen Dingen hier mit polnischen Edelmännern ist nicht gut Kirschen essen. Das muss man echt sagen. Ne? Das ist eine sehr fiese Kavallerie. Söldner Armbrustschützen. Hau ab. Hau ab, der macht dich fertig. Der hat eine viel zu hohe Reichweite. Da kannst du es vergessen, gegen diese Edelmänner da anzutreten.
Ich meine, wir haben zwar eine höhere Schussrate, aber der tankt das doch alles mit seiner Kaff, oder? Ja. Schnell. Autsch. Autsch, 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 autsch. Aua, 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 aua. Okay, die doch, Schießstände. Ist da. Okay. Aha. Okay, das mit dem Verfolgen ist jetzt nicht ganz so wild. Das Problem. Also von den Edelmännern da, das Problem sind eher die Edelmänner. Das sind auch Edelmänner, ne? Ne, das sind Feudalritter, okay. Das ist eine Leibwache, das ist auch eine Leibwache. Da sind noch Edelmänner, ne? Okay, dann versuchen wir es ein bisschen anders. Also einmal hier rüber, bitte. Oh Gott. Schon auf 37 Mann runter. Okay, den haben wir auch ganz gut. Okay, den haben wir ganz gut dezimiert. Soll mal recht sein. Wir versuchen jetzt mal die Edelmänner auf der anderen Flanke auszukontern. Und dann warten wir kurz, bis die sich ein bisschen ausgeruht haben. Die Pferde erholen sich ja tatsächlich noch im Gegensatz zu der Inf, die erholt sich ja meistens nicht wirklich. Stopp. Falls wir überhaupt ausreichend Zeit dafür haben oder bekommen. Wir müssen warten, bis sie sich ein bisschen erholt haben. Schaffen die das noch oder schaffen die das gar nicht? Was ist das hier? Einfach nur verborgen, ne? Aber es sieht nicht so aus, als ob die das schaffen würden, ne? Der kitet, ne? Oder? Versucht er hier den Missile Dodge bei uns? Die laufen irgendwie doof, aber ist okay. Ich will zumindest nicht auf seine Frontlinie draufrennen, solange der mich so easy flankieren kann mit diesen Edelmännern und so, ne? Weil beim Flankieren tun die echt richtig Aua machen, ne? Wir sollten zumindest versuchen, unsere Kontereinheiten, ich meine, das ist ja ein Kavallerie-Konter, den wir hier spielen, wir sollten zumindest versuchen, die ausgespielt zu haben, bevor wir andere Register ziehen. Ne? Also für meine Begriffe jetzt noch nicht der richtige Moment. Ah ja, für meine Begriffe jetzt noch nicht der richtige Moment, um andere Register zu ziehen. Ja, das ist schon besser. Ja, das ist gut.
Das ist halt schon so die Schwachstelle, ne? Fränkische Söldnerritter, Halleluja, die machen auch Spaß, nicht? Aber wir haben gerade eine gute Schussposition hier oben. Also von daher ziehen wir auch hier unsere Konter. Und ziehen uns jetzt nochmal zurück. Das muss man, ja, da müssen wir geduldig sein. Also das ist tatsächlich noch mehr ein Geduldsspiel als andere Total War-Teile auf jeden Fall. Das bestärkt ja auch so ein bisschen das, was ihr vorhin gesagt habt, ne? Die moderneren Total War-Teile, die eher darauf aus sind, sozusagen, du machst einen Battle-Simulator, ne? Und es geht einfach los, Gefecht, bla bla bla, haut drauf hier und gut ist, ne? Also so sind die Teile hier nicht. Die sind schon ganz anders gestrickt, ne? Es sei denn, man nimmt jetzt Cheesen irgendwie als eine Major-Taktik irgendwie so mit, womit ich sogar noch halbwegs einverstanden wäre, weil die KI das ja mittlerweile auch macht, aber trotzdem. Ja, es ist halt schon noch komplexer als in den moderneren Teilen, ne? Müssen hier ein bisschen aufpassen. Weiter rüber auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Die Edelmänner haben sich ein bisschen umgedreht. Schmeiß jetzt Speere, hauen aber schon wieder ab. Geh mal näher, geh auf die Flanke bitte. Ja, 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 ja. 25, 23, 22. Das sieht ganz gut aus. Okay. Jetzt kommen die anderen Edelmänner, ne? Ne, das sind nochmal die Franken. General, den können wir auf jeden Fall noch versuchen runterzuschießen. Lauf mal weg. Da hat er jetzt auf uns geschossen, das waren nicht unsere Geschosse. Ach, er hat auch noch eine Ballista dabei, guck mal da. Krass, wie er die ganze Zeit versucht, die auf der anderen Flanke zu halten, ne? Kannst du da nochmal ein bisschen aufschließen? Und jetzt mal den General unter Beschuss nehmen, weil alles, was wir mit dem General jetzt an HP abziehen, ist natürlich für uns Gold, ne? Vor allen Dingen, wenn wir eine erhobene Schussposition haben, so wie hier jetzt gerade. Seine Einheiten sind ja noch gerade in der Aufstellung, also die schießen ja noch nicht. Auch die fränkischen Söldnerritter haben wir ganz gut dezimiert. Positionieren wir uns hier noch ein bisschen auf der Flanke. Schlecht. Weg, 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 weg. Das war mal kurz gefährlich. Denn auch wenn die keine Munition mehr haben, die sind trotzdem noch wertvoll, um den Gegnern in den Rücken zu fallen und gegebenenfalls die Moral zu brechen. Okay.
Also wie sieht's aus? Wir sehen hier, ich glaube, wir haben ganz gut gewirkt. Wir haben ihm zwei volle Kavallerieregimenter ausgeschaltet. Wir haben seinen General ein bisschen beschädigt. Wir haben die Fernkämpfer, Entschuldigung, in der Frontlinie ein bisschen ausgedünnt. Was haben wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, wir haben dafür halt hier keine Munition mehr. Und jetzt müssen wir überlegen, wie agieren wir jetzt mit unseren Kavallerieeinheiten. Also der Weg kann nicht sein, hier ins Tal zu stürmen und dann da durchzulaufen. Weil wenn wir hier hochrennen, dann macht er uns platt. Ne? Das werden wir nicht überleben. Also schlage ich vor, wir laufen auf die Flanke hier rüber. Mach mal so. Was ist denn daran schießen, bitte, GoFood Inku? Das ist doch. Das ist doch eine ganz normale legitime Taktik. Schneller. So, komm, und jetzt rein da. Fernkämpfer ausschalten. So, jetzt wird es gleich ein bisschen unübersichtlich. Oh shit, er hat unsere Einheiten schon in die Flucht geschlagen. Das ist nicht gut. Nur der allmächtige Gott oder ein militärisches Genie können uns aus diesem Debakel noch zum Sieg verhelfen. Ja, da bin ich jetzt nicht so sicher. So, hier rum. Den General bitte angreifen. Im Moment liegt das Schlachtenglück bei uns. Sehe ich auch so. Das Dumme ist, weil die alle mit einer weißen Fahne angeschlichen kommen, siehst du nie genau. Wer von denen jetzt gerade flüchtet und wer nicht? Halt hier angreifen, bitte. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Ja, jetzt hier nachsetzen, bitte.
Welche Einheit ist denn die, die noch kämpft? Sein General, ne? Oh, Kacke. Nee, 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 nicht gegen den Gen kämpfen. Naja. Könnt ihr den erwischen? Ja, da haut er auch ab, ne? Genau, ja. Ne, 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 ne. Kümmert euch jetzt um die Infanterie. Der feindliche General, der Feigling, flieht! Wacker! Unsere Männer haben den feindlichen General gefangen. Sehr schön. Bewacht ihn gut, damit er zusehen kann, wie wir den Rest seiner Armee besiegen. Ja, das ist doch gut. Die feindliche Armee flieht. Wir müssen sie verfolgen und zur Strecke bringen. Genau, die stehen schon standardmäßig auf Aufgeben, ne? Deswegen. Schön. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein von dem Sieg, den wir heute errungen haben. Ja, guck mal hier. Die Druschiner haben 144 Gefangene gemacht. Richtig gute Einheiten hier. Uns zwischen diesen Bäumen zu verstecken, bringt keine Ehre. Ja, also ich würde sagen, da kann man Lösegeld für fordern, oder? 7000? Ja. Okay. Wir haben nichts Besseres als den Tod verdient. Das wäre es jetzt halt natürlich gewesen, ne? Das wäre es jetzt halt natürlich gewesen. Hätten wir unseren Haushalt mit sanieren können. Euer Wille geschehe. Okay. Es ist mir eine Ehre. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wir werden niemals aufgeben. Architekt Tutor Wachhund. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wir kommen nicht ran, ne? Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Aber fast. Aber fast. Also wir könnten schon überlegen, zum Beispiel noch mit den Einheiten. Ah, okay. Euer Wille, es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Öffentliche Ordnung. Euer Wille geschehe. Das ist nicht so viel. Es ist okay, aber es ist auch nicht so viel. Eure Befehle? Also ich würde vorschlagen, mit denen läufst du nach Thorn. Ja. Stellt Wachen. Und du übernimmst mal das Kommando dieser Armee. Führe die Armeen zusammen, mein König. So. Wir werden niemals aufgeben, mein König. Mach hier die drei Kavallerieeinheiten mit. Den Rest stellst du mal da rein. Und dann kannst du noch drei Einheiten mit zu ihm nehmen. Ah, ja. Ich vergaß. Okay. Pass auf, nimm die mit. Und geh du noch mit ihm. Eure Befehle? Verbinden die Truppen! Das ist ganz gut, wenn wir ihn noch in der Nähe haben. Und das hier ist ja auch eine brauchbare Garnison in Krakau. Eros, das freut mich, dass dir das Micromanagement in der Schlacht gefallen hat.
Also die Sache ist halt tatsächlich, Positionierung ist halt wichtig, ne? Es ist immer gut, eine Front zu stabilisieren. Und das hat ja hier ganz gut geklappt, auch wenn mein Vorstoß da zu schnell war. Also hätten wir noch langsamer spielen müssen, aber er hat halt tatsächlich die Möglichkeit gehabt, mit diesen Armbrustschützenregimentern Druck aufzubauen. Die konnten wir nicht mehr countern, deswegen war dann die Überlegung da zu sagen, wir gehen früher in den Nahkampf. Ist aber also auf jeden Fall auch legitim zu sagen, das war zu früh, ne? Was machen wir hier? Eine Ratskammer ist ganz gut. Ein Bordell ist immer super. Und die Straße wäre natürlich auch klasse. Ballistentürme auch gut, ne? Ja, was machen wir? Ratskammer für 3 Runden, 1200? Könnten wir ruhig mal sagen, ne? Ja, okay. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu Du dienen. kannst weiterlaufen, weil Verstärkungen funktionieren in Euch diesen zu Teilen dienen. anders als in Es den ist mir eine modernen Total Ehre, euch zu War-Teilen. dienen, Herr. Mal drüber nachgedacht. Sehr gerne, Herr. Ich begebe mich Ja, in guck diese mal, ne, der Front. hat Breslau Heute gehe ich komplett. nicht mehr Naja, er hat schlafen, schon Herr. ziemlich offen gelassen, ne? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Aber Herr. ich glaube schon, dass wir da was schaffen können. Weiteres Merkmal plus 1 Kommando. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ich freue Der mich auf bewegt den sich Kampf mit nicht. euch. Es ist mir eine Ehre, euch zu Der dienen, Herr. bewegt sich echt nicht. Dann müssen wir vielleicht wirklich mal ein bisschen näher ran an den Es ist Speck. mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich. Mein Und mal König, vielleicht eine euer Aktion von Oberst seiner Seite bilden eine provozieren. Streitmacht. Ja, natürlich. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Können den angreifen, aber der haut ja ab, ne? Also davon haben wir, glaube ich, nichts. Ja? Ich bewege mich heimlich vorwärts, Herr. Ja, das ist einfach eine sehr große Armee. Das ist eine sehr große Armee, die du da hast. Eine sehr große Armee. Also, wenn wir eine Einheit Drusiner mitnehmen, ich glaube, eher eine Einheit Bauern wäre passender für uns, ne? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Herr, ich verschaffe mir einen Boah, du besseren Weg. Loser. Du Ja, ultimativer ja. Loser. Ah, die haben auch noch einen Fernkampfangriff, ne? Ja. Dafür haben die einen Punkt Rüstung weniger. Das, nee, einen Verteidigungspunkt weniger. Weniger Nahkampfangriff. Ja, ich weiß nicht, soll man eine Einheit Drusiner nehmen, aber die sind eigentlich zu teuer, ne? Wir nehmen lieber die günstigen Es ist mir Einheiten. eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Und du gehst mal hier in deine Burg rein. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Und dann Ich gucken wir, dass wir freue den mich auf nächste den Runde Kampf mit angreifen, euch. ne? Alter, wie der mich ja zuspammt mit den Rebellen, ne? Gerade so im Ryazan und Moskau. Können wir überhaupt nicht gebrauchen. Können wir überhaupt gar nicht gebrauchen. Naja. Go Food Inko, dann viel Spaß im Lurk. Schön, dass du dabei warst heute Abend. Ich guck mal hier, was. Ach nee. Greift an oder lasst Alles mich in Ruhe. easy. Herr, ich bewege mich heimlich Ich weiß nicht, was sind vorwärts. denn da, was haben wir denn hier für Agenten? Die starten schon mit so einem Messer im Rücken, ne?
eures stolzen Herzens in die Schlacht, Herr! Der Feind ist besiegt! Der Feind ist besiegt! Wir sind die Sieger! Ja, eure Befehle? Ja. Vorwärts! Ja, so nach dem Motto No time for losers, cause we are the Sieger oder sowas? Ja. Ja, Herr. Befehle, Herr? Natürlich. Heute gehen wir nicht. Herr. Ich verschaffe mir einen besseren. Hey, wow, das war der erste Typ, der eine erfolgreiche Agentenaktion gemacht hat, diese Runde. Herr. Ich begebe mich in Position. Ja? Heute gehe ich nicht mehr. Herr. Aber ich weiß schon, warum ich sonst meine Agenten da nichts machen lasse, ne? Weil die hier sofort alle draufgehen. Crass, crass, crass. Okay. Ja. Spion bei Mission getötet, Spion bei Mission getötet. Merkmal verloren. Sidor fühlt sich nicht geschätzt. Fühlt sich jetzt geschätzt, ja? Okay. Schlecht mit Steuern, nach wie vor. Ignoranter Knilch und plus zwei Agenten-Talent und plus zwei Sichtlinie. Der muss ja auch nicht in diese. Der muss ja auch nicht in die Stadt rein, ne? Das muss ja nicht unbedingt sein. Er muss nicht unbedingt in die Stadt. Bei dem ist halt ganz klar, weil der erhöht halt das Siedlungswachstum, ne? Nimm noch bitte hier den Typen mit. Wir brauchen noch einen Spion, den kannst du in Novgorod rekrutieren. Helsinki soweit mit niedrigem Steuersatz, alles gut. Riga mit niedrigem Steuersatz soweit, alles gut. Vilnius, alles gut. Ja. Thorn bleibt so. Krakau auch. Ich bin gespannt, was gleich hier bei Breslau passiert. Und hier, da bin ich auch gespannt drauf. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Gucken wir mal. Portugal. Hallo Portugal. Hey Friedrich Hecker, schön, dass du da bist. Eure Zustimmung sagt. Ich habe noch was, guck mal, du kriegst was meine Karteninfos, die total wertlos sind und dafür gibst du mir einfach mal so 500, 600? Großzügig, ne? Ich sehe hier kein Problem. Ich Jetzt auch wohl. Nicht. Es war uns eine Freude. Eine Freude, oh. Junge, what? Alter, der lässt seine Stadt komplett offen. Guckt es euch an. Wahnsinn, der bettelt doch, dass wir den erobern, oder? Wow. Was zum Geier. Was? Was ist da los? Miroslav der Geizige fühlt sich geschätzt. Guba Stepanov, gemeiner Anführer. Furcht. Warum kriegt der einen Furchtfaktor? Weil der einen Agenten rekrutiert hat, oder was? Der hat gar keinen. Doch, der hat. Weil den Spion rekrutiert hat? Jetzt ehrlich? Das kannst du nicht ernst meinen, oder? Kannst du nicht ernst meinen. Bis morgen früh, mein Herr. Beziehungen verschlechtert. Portugal, grauenhaft. Was ist los? Was ist los? Was ist da los? Leute, bitte. Bitte, was ist da los? Was passiert hier? Was geschieht mit mir? Vorwärts! Wessen Zeit ist abgelaufen? Tja, vielleicht sollten wir anfangen, unsere eigenen Priester abzumessern, ne? Aber echt, Leute, ne? Guck mal, der bettelt doch darum, dass wir das Ding hier erobern. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Ja, mein König, belagere den Feind. Die Belagerungsarmee steht euch zu. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich,
Jo, warte mal. Eure Befehle? So. Mein König. Und so. Mir eine Ehre, euch zu dienen. Der ist voll der gute Statthalter mit diesen Ritterlichkeitsmerkmalen, ne? Fühlt sich nicht geschätzt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Vielleicht müssen wir den aber trotzdem dann mal nach Vilnius schicken, ne? Da könnte der ein sehr guter Statthalter werden. Ja. Eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ah, warte mal. Es ist mir eine Ehre, euch ja, zu geh nochmal gerade zu dem Miroslav. Kannst du zusammen, mein König. Dem irgendwie den Architekten geben oder so? Dort können wir nicht hin, Herr. Nö. Den Aufseher? Dort können wir nicht hin, Herr. Dort können wir nicht hin, Herr. Dort können wir nicht hin, Herr. Ich glaube, du kannst da nicht hin, Herr. Ich glaube, du kannst da nicht hin. Schade. Tja, ne, und jetzt guckt sich mal einer dieses... Hey, dunkler Herrscher, grüß dich. Jetzt guckt sich mal einer dieses Bausystem an, ja, wo du auch mal irgendwelche Gebäude zu Ende bauen kannst. Wo du nicht irgendwie erstmal ein Hauptkettengebäude ausbauen musst, damit du... Alles an, naja, also kannst auch andere Sachen bauen, aber ja, ne, irgendwie, wo du auf einmal in jeder Stadt jedes Gebäude bauen kannst. Komisch, ne? Also, als ob das irgendwie gut wäre. Herr. Aber ich verstehe natürlich wieder die Kritik. Wenn es ihr ist, einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Ja, ja. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Ja, 62% ist zu schlecht. Es ist die, ne, es ist halt wieder dieses, ja, gut, möglichst linear, möglichst wenig nachdenken müssen, alles automatisieren und so weiter und so fort, ne, und dann passt das schon. Oh, warum dreht er sich darüber? Der will den Turm einnehmen, ne, das ist das, oder? Sehr gerne, Herr. Mhm. Ich mache morgen weiter. Herr. Bis morgen früh, mein Herr. Heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Herr. Der läuft jetzt aber natürlich so weit weg, dass ich da nichts mehr machen kann, ne? Kommt doch einfach näher! Ja! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Oh, ich komm ran. Mut und Ehre, Soldaten! Was hat er? Wir ziehen in den Krieg. Okay. Oh mein Gott. Das macht man noch. Komm. Unsere Feinde scheinen die Oberhand in dieser Schlacht zu gewinnen. Mhm. Ich glaube, die hatten die ganze Zeit. Aber straf mich Lügen. Sag bloß, der will jetzt angreifen. Ach, Bojarsöhne hat er. Greift die Bogenschützenmiliz an. Und komm schnell wieder.
Oh, der hat tatsächlich unsere Einheiten getrennt. Gutes Manöver. Wir haben die Boyar-Söhne gleich erwischt, das ist ganz cool. Der feindliche General, der Feigling, flieht! Oh ja. Kämpft wacker und brecht den Kampfgeist seiner Armee. So, und du kannst jetzt die Bogenschützenmiliz attackieren. Mal weiter. Den Feind hat es schwer erwischt. So ist es. Die Hälfte seiner Männer verloren. Im Moment liegt das Schlachtenglück bei uns. Noch. Beten wir, dass es so bleibt. Ja, tun wir das. Mal das Autofeuer aus und schießen auf den. Nice. Seht! Nice! Feige der Feind davon rennt! Zeit, den Angriff voranzutreiben! Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut klappt. Aber das war ja schon fast zu einfach, ne? Bei Gott! Unser Feind ist vollständig besiegt! Lasst uns alle dieses Tages... Also das hat echt... Das hat einfach nur super geklappt. Wahnsinn. Ehre und Stärke! Wir haben gesiegt! Ja, und nächste Runde läufst du mal wieder nach Hause. Komm, wir bauen die Ställe. Die sind nicht so teuer. Vielleicht reißen wir sie sonst ab, wenn die Mongolen kommen, ne? Plus 3 Kommando, nice. Okay, cool. So, dann machen wir hier mal ein kurzes Päuschen.